Hallo und herzlich willkommen zurück zu Return to Monkey Island. Ja, in der letzten Folge sah es jetzt hier nicht ganz so gut aus und ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es jetzt diese Folge besser aussehen wird. Also hier mit dem Luftzug, ich würde hier ehrlich gesagt gerne ein Feuer machen, aber ich wüsste nicht wie, weil wir haben halt nichts zum Feuer machen. Wir haben zwar die Streichhölzer, die kann man zählen. Ich bin sicher, es sind viele. Okay. Wir haben zwar die Streichhölzer, aber wir haben eben kein Holz. Das ist das große Problem. Ich weiß auch nicht, ob man damit irgendwas mit der Quest machen kann. Das ist das Problem. Was ich jetzt gerade noch überlegt hatte, ob wir eventuell nochmal zurück zu diesem Turm gehen. Das war das Gerichtsgebäude, genau. Zu diesem Eisschloss hier gehen. Und eventuell mit den Typen, die bei der Königin... Ach, der ist schon hier oben. Das ist gut. Die bei der Königin stehen, sprechen. Ah, nee, das konnte man nur beurteilen. Es ist schön getrocknet, vorgeschnitten und bereit zum Einsatz. Nein. Hä? Jetzt kann man das nehmen? Ich glaube, ich werde meine Manteltaschen mit diesem sperrigen Brennholz füllen. Ich glaube, dass es irgendwo nützlich sein könnte und ich bin sicher, dass es niemand vermissen wird. Ist das jetzt euer Ernst? Okay. Andererseits weiß ich immer noch nicht, wenn das irgendwie damit zu tun hat, wie wir da weiterkommen. Ich habe ja schon gesagt, das Beste wäre natürlich, wenn wir irgendwo einen Witz herkriegen könnten, den sie noch nicht kennt. Deswegen, ich versuche mal mit denen erstmal zu reden. Ja, Grunt. Grunt. Okay. Grunt. 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 Er sagt aber immer nur das Gleiche. Okay. Also das ist dann wohl doch eher... Ja, ich hatte gehofft, dass man da vielleicht irgendwas Genaueres weiß. Gut, hier kommen wir im Moment nicht weiter. Die scheinen mir auch nicht wirklich weiterhelfen zu können. Was wir jetzt allerdings mal machen könnten, jetzt wo wir dann doch Holz gefunden haben. Obwohl ich nicht wegen Holz da war, sondern eigentlich wegen Witz hatte ich jetzt überlegt, aber okay. Intelligenz, das war der Raum. Ja. Ich weiß halt nur nicht, was uns das bringt. Das ist das Problem. Ob die dann hier irgendwie alle schreiend rausrennen oder was? Oder... Ich könnte das beruflich machen. Ja, ne? Ganz toll. Ja, wir probieren es einfach mal. Ich weiß es nicht. Also... Ich werde in 20 Sekunden zurückkommen, um Ihre Arbeiten zu benoten. Ihre Zeit beginnt jetzt. Gar nichts machen gerade, doch. Aufgabebearbeitung. Keine faulen Tricks, Freundchen. Ist ja weggeguckt. Die Zeit ist um. Ich nehme die Papiere. Ich bin sehr überrascht darüber, aber die Beweise sind eindeutig. Mr. Threepwood ist der Gewinner. Aber, wie ist das möglich? Eine saubere Lebensweise, regelmäßige Bewegung und ein Gehirn wie ein Berg. Dicht, unbeweglich und durch Erosion geformt. Man kann sehen, warum ich Schwierigkeiten mit der Vorstellung habe. Nächstes Mal haben Sie mehr Glück. Das war's jetzt schon, oder was? Ein Wettbewerb geschafft, 2 stehen noch aus. Wollt ihr mich veräppeln? Ist nicht euer Ernst jetzt, oder? Moment, Herzhaftigkeit war jetzt das mit dem Fisch, oder? In der Zwischenzeit. Du hast ihn so vorgefunden? Er war über 200 Jahre alt und der einzige auf der Insel. Eine unersetzliche, natürliche Ressource. Was sollen wir jetzt damit machen? Zahnstocher herstellen? Wie viele Menschen außer dir wissen überhaupt, wo dieser Baum steht? Nicht viele.
Ich habe erst kürzlich jemandem davon erzählt, aber... Aber was? Wer war es? Tja, seltsamer Zufall. Nein. Ach so, das kann man lesen. Im heutigen Wettbewerb der Herzhaftigkeit geht es um Schleimfische. Schleimfisch. Schleimfisch, ja, aber die Erkenntnis bringt mir auch nichts. Wir haben ja nur den Bollensauger. Die Frage wäre jetzt... Also ich denke nicht, dass wir jetzt hier Schleimfische bekommen können. Die Frage wäre jetzt allerdings, können wir eventuell... Oh, wo ist denn das gewesen? Auf Mili war das, ne? Da war das. Moment, etwas Fisch besorgen? Waren die das hier? Meine Fische gegen Schleimfische tauschen. Ich würde meine Fische gern gegen ein paar Schleimfische eintauschen. Starker Bursche! Ich schreibe es auf deine Rechnung. Danke. Ja, aber dann habe ich doch meine Fische jetzt nicht mehr. Gegen Beutelsauger tauschen. Oder brauche ich die Beutelsauger gar nicht? Ich habe jetzt gedacht, die bräuchte ich vielleicht irgendwann. Ach so, Moment, wo wir gerade hier sind. Das war das mit dem Kochbuch. Ich würde nämlich gerne mal eben testen, ob die vielleicht irgendwo ein Witzebuch haben. Aber ich meine, also ich weiß, da war was mit den Karten. Komm schon! Da war was mit Karten. Schiff zu Schiff, Kampf, das große Buch der Schatzkarten, genau, das habe ich noch im Kopf. Autobiografie, naja, die wird ja nicht lustig sein, denke ich mal. Am Ende der Planke. Voodoo-Tricks. Endlose Geschichte der Reise. Ich habe einmal versucht, das zu lesen, aber ich konnte es nicht zu Ende bringen. Ich konnte es nicht zu Ende bringen. Haben wir denn... Ich bin gerade überlegen, können wir vielleicht von irgendwo sonst noch ein Witzebuch oder irgendwas holen? Oder von irgendjemandem mit irgendjemandem sprechen, der, keine Ahnung, besonders witzig ist oder so? Wir geben jetzt erstmal, ich hoffe, das ist jetzt kein Fehler, das Buch zurück. Danke! Es sieht so aus, als hättest du versucht, das Buch statt des Rezepts zu kochen. Naja, ich sollte dankbar sein, dass ich es überhaupt zurückbekomme. Nächstes Mal kannst du es einfach selbst in das Bücherregal stellen. Okay. Beinhaltet nicht das Geheimnis von Monkey Island. Ach Mensch. Ich sehe übrigens gerade, das sind überall die gelben Bücher. Warnung. Hier, ne? Versuchen Sie diese Tricks nicht zu Hause. Hinweis für den Leser. In diesem Buch werden keine Verkleidungsgeheimnisse enthüllt. Ach, John. Ah, war das der Typ mit der, mit der Augenklappe? Schiff-zu-Schiff-Strategie. Also das Einzige, was mich nicht so richtig loslässt. Ich habe einmal versucht, das zu lesen, aber ich konnte es nicht zu Ende bringen. Ich nehme das. Kann ich dieses Buch ausleihen? Gut, gut. Ich weiß nur noch nicht wofür, ehrlich gesagt. Wir haben den... Ja gut, der Typ mit der Karte, der Wolli... Nee, Wolli, wie heißt der? Der ist weg. Wir haben die... Was war das denn hier? Wir haben die Schlosserin im Gefängnis, bringt auch nichts. Hier ist jetzt auch nicht zufälligerweise was Neues, ne? Nee. Hi! Kluger Junge, wie läuft deine Suche?
Ich habe einen goldenen Schlüssel. Dann sind wir jetzt gleich auf. Komm wieder, wenn du mehr hast als ich. Vielleicht können wir dann über etwas reden. Okay. Hast du über einen Fluch gesagt ernst gemeint? Bist du sicher, dass ich denn... Man sieht sich, würde mir erinnern. Man sieht sich, Whitey. Höchstwahrscheinlich. Die Typen hier, die haben mit Witzen überhaupt nichts am Hut. Also die Fische haben wir auf jeden Fall erstmal. Sie ist nicht da. Irgendjemand höre ich hier, aber ich sehe keinen. Das können wir immer noch nicht nehmen. Das sind ja die Leute, wo wir nichts mehr mitmachen können. Ich bin mir nicht sicher, ob wir mit LeChucks Schiff irgendwas machen können. Da sind wir schon gewesen. Ich denke mal, das haben wir soweit erstmal... Wer erst auf Terror Island reist. Mit LeChucks Schiff? Moment. Der verwandelt sich aber nicht automatisch. Ich glaube, es hat keinen Saft mehr. Gar nicht mehr? Okay. Hallo? Ist da oben jemand, der auf dem Deck patrouilliert und bereit ist, mich ins Meer zu werfen? Die Luft scheint rein zu sein. Hoffe ich. Es sei denn, es ist eine Falle. Du bist eine Schande für den Berufsstand der Piraten. Ich konzentriere mich im Moment mehr auf den Beruf des Überlebenskünstlers. Danke. So weit, so gut. Okay. Der Typ für Five... Moment. Also, offensichtlich bin ich Guybrush Threepwood. Freut mich, dich kennenzulernen. Nochmal. Ich nehme an, das ist diesmal deine echte Haut? Ja, tut mir leid, dass ich dich mit den anderen zwei ausgetrickst habe. Zwei? Mit der einen. Mathe ist nicht mein bestes Fach. Wie auch immer, mach dir keine Gedanken darüber. Du bist LeChucks Rivale, nicht meiner. Ich habe bessere Dinge, um die ich mich kümmern kann. Außerdem hat mir das Buch gefallen, das du mir mitgebracht hast. Das war ein Witzebuch. Stimmt ja, der hat doch immer gelacht. Bist du schon fertig mit dem Witzebuch? Emotional? Ja. Es ist nicht so lang und ich habe es schon 16 Mal gelesen. Kann ich das Witzebuch zurückhaben? Und was soll ich dann lesen? Du hast gesagt, du bist fertig. Du hast es 16 Mal gelesen. Es ist zwar langweilig, es immer wieder zu lesen, aber besser als nichts. Wo sind alle? Flambé ist oben im Krähennest. Die Chancen stehen gut, dass er schläft. Iron Rose sagte, dass sie eine Besorgung machen wollte. Der Rest ist mit LeChuck auf das andere Schiff gegangen. Könnte das das Schiff von Captain Madison sein? Ich glaube, ja. Interessant. Sag LeChuck nicht, dass ich hier war, okay? Keine Sorge. Ich würde nicht riskieren, ihn so wütend zu machen. Er wird manchmal ein bisschen... unheimlich. Nicht den Kopf hängen lassen, Bob. Das ist immer noch nicht lustig. Moment. Kann man das eventuell... Hey, Bob, möchtest du dieses Buch lesen? Es handelt von einer Reise, die nie endet. Klingt interessant. Und lang. Hier hast du dein Witzebuch zurück. Oh ja. Wahrscheinlich ist es auch egal, was man ihm gibt. Hauptsache, er hat irgendetwas. Die Chancen sind gut, dass der Typ schläft. Die Frage ist, müssen wir da oben jetzt nochmal rein? Okay, er schläft wirklich. Er hat hier aber nichts, was ich brauchen kann, oder? Sieht nicht so aus. Okay, können wir denn vielleicht irgendwas, wenn wir jetzt schon mal hier sind und gerade keiner da ist, Arbeitsbereich kommentieren? Können wir dann irgendwas von LeChuck vielleicht mitnehmen oder so? Wenn ich mich irre, wäre es ein großer Fehler, ihn zu nehmen. Und wenn ich recht habe, wäre es ein noch größerer. Achso, die Wärme spielen, Kunst bewundern. Ist aber nichts, was ich jetzt so mitnehmen könnte. Hühnerfutter habe ich auch noch. Die ist ja jetzt nicht da. Hat
er gesagt? Vielleicht irgendwas Nudeln? Big Kid. Über den Stehlen. Okay. Es ist beruhigend auf eine seltsame Art und Weise. Okay. Da ist eine Hand, oder? Da oben. über das Stück Holz reflektieren. Ja, reflektieren bringt uns ja nicht allzu viel. Ich gucke nochmal im Laderaum, ob da noch irgendwas ist. Aber da haben wir ja eigentlich... Oh, das ist zugemauchert. Ich habe bereits etwas Hühnerfutter. Ja, das dachte ich mir schon. Was? Okay, die hat ein Ei in sich drin, ja, aber... Ich glaube, sonst können wir hier nichts machen, oder? Ich weiß es nicht. Ich würde wieder rausgehen. Also hier können wir auf jeden Fall nichts mehr machen. So wie ich das sehe. Probieren wir jetzt erstmal mit dem Witzebuch eventuell weiterzukommen. Hier war das. So. Nee. Da. Lass mal überlegen, wo muss ich jetzt eigentlich wieder hin? Okay. Ernsthaftigkeit, das war das, glaube ich, ne? Frage ist, muss ich mir das vorher irgendwie durchlesen? Das ist Flambés Unterwelt-Witzebuch mit Witzen über Dämonen und Dingen aus der Unterwelt. Okay, wir versuchen es einfach mal. Ansonsten müssen wir halt nochmal versuchen. Wenn Sie alle zur Ruhe kommen, wird der Wettbewerb beginnen. Der erste Teilnehmer, der lacht, ist der Verlierer. Kennst du die Geschichte von dem Piraten, der seinem Papagei eine Ente gab? Polly wollte einen Quacker. Es braucht schon mehr als das, um mich zum Lachen zu bringen. Ah, jetzt kann ich das. Okay. Der Königin einen Witz erzählen. Moment. So. Warum haben Dämonen Hörner auf ihren Köpfen? Wie nennt man eine Dämonin, die ständig in Flammen steht? Was hat der Dämon gesagt, als er auf eine Mistgabel traf? Wir probieren es einfach mal ab. Warum haben Dämonen Hörner auf ihren Köpfen? Weil sie unter den Armen zu unpraktisch sind. Der war jetzt überhaupt nicht lustig. Den habe ich noch nie gehört. Meine Damen und Herren, der Gewinner ist Guybrush Threepwood. Woher hast du dieses Buch? Ich konfisziere das. Okay. Na, ich hoffe mal, ich brauche es nicht mehr. Obwohl, theoretisch müsste ich es wieder zurückgeben, oder? Nur noch ein Wettbewerb. Okay. Das war hier, ne? Die Frage ist nur, wir haben die Fische. Ach so, wir haben jetzt auch einen Salzstreuer, ne? Das ist der Dämonenpfeffer von Chefköchin Putra, der aus den schärfsten Paprikaschoten hergestellt wird, die es gibt. Ihn zu probieren, ist keine gute Idee. Ah, kann man den? Das sollte ihm etwas Pfiff verleihen. Oh, scheiße. Das Problem ist jetzt nur, wie kann ich das jetzt essen? Ich habe sie mit Dämonenpfeffer aufgepeppt. Oh Gott. Ich weiß nicht, ob das jetzt so eine gute Idee ist. Aber wir versuchen es einfach mal. Wenn die natürlich als erstes essen muss... Und ich vielleicht nicht, dann klappt's vielleicht. Auf dem Stuhl des Verteidigers sitzt der gusseiserne Magen von Odina der Neunten, der amtierenden Königin von Bermuda und unangefochtenen Meisterin der Herzhaftigkeit. Und auf dem Stuhl des Herausforderers, der den ganzen Weg aus der südlichen Karibik zurückgelegt hat und noch im Besitz fast aller seiner ursprünglichen Zähne ist, sitzt der Neuling Guybrush Threepwood. Herr, jeder von Ihnen wählt nun seinen ersten Fisch und legt ihn auf den Teller vor sich.
Einen gepfefferten nehmen, in den Eimer schieben. Er ist gefüllt mit Schleimfischen und Dämonenpfeffer. Bitte nehmen Sie einen Fisch und legen Sie ihn auf Ihren Teller. Stand? Während der Wettbewerbe ist es nicht erlaubt, mit dem Richter zu sprechen. Ich will aber keinen gepfefferten nehmen. Bitte nehmen Sie einen Fisch und legen Sie ihn auf Ihren Teller. Und jetzt... Yeah. Das könnte ein bisschen pikant sein. Möge ja. Das Essen beginnen! Ich hab da noch... Nun, es scheint, dass beide Kandidaten Probleme haben. Ich erkläre diesen Wettbewerb für unentschieden. Die Teilnehmer können nun auf Wunsch einen Arzt aufsuchen. Können auf Wunsch einen Arzt aufsuchen, das ist ja geil. Ja toll, und das heißt jetzt was? Ich habe sie mit Dämonenpfeffer aufgepeppt. Ja. So weit war ich schon. Achso. Können wir die irgendwie... Nee, die können wir nicht benutzen. Kann ich denn irgendwas nehmen? Um das zu neutralisieren oder so? Ich habe keine Ahnung. Ich will ja halt nichts davon nehmen. Das ist jetzt das Problem. Herzhaftigkeit, das war das, ne? Er ist gefüllt mit Schleimfischen und Dämonenpfeffer. Ja, das Problem ist, ich will... Also hier haben wir auch noch welche. Kann ich vielleicht nochmal neue besorgen, dass wir da... Ich fülle das jetzt... Also ich lasse das jetzt erstmal gefüllt. Und dann schaue ich mal, ob wir eventuell nochmal neue kriegen können. Das einzige Problem, was ich jetzt sehe, dass wir die ja eintauschen mussten, ne? Das wäre hier. Hallo. Neue Kiste mit Schleim. Ich hätte gern eine neue Kiste mit Schleimfischen. Ich schreibe es auf deine Rechnung. Danke. Ich weiß nicht, ob uns das hilft, aber vielleicht können wir irgendwie davon was nehmen. Da mit reintun oder so? Ich habe keine Ahnung. Och ja, heul hier nicht rum. Der Typ geht mir auf den Sack. Dahin. Ich befürchte zwar, dass das nicht funktionieren wird. Sie sind wirklich schleimig. Und nicht nur die Köpfe. Wieso habe ich die jetzt getaucht? Nein! Jetzt sind die weg! Es ist ein leerer Eimer, aber er riecht ziemlich fischig. Oh, das ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Das sollte ihm etwas Pfiff verleihen. Er ist gefüllt mit Schleimfischen und Dämonenpfeffer. Also kann ich die nicht? Sie sind wirklich schleimig. Und nicht nur die Köpfe. Moment, Moment. Kann ich die? Wir probieren's mal. Jeder von Ihnen wählt nun seinen ersten Fisch und legt ihn auf den Teller vor sich. Mr. Threepwood, wir warten darauf, dass Sie... Er ist gefüllt mit Schleimfischen. Kann ich da jetzt einen oder kann ich jetzt hier... Kann ich hiervon einen nehmen? Bitte nehmen Sie einen Fisch und legen Sie ihn auf Ihren Teller. Und jetzt... Möge Ach das Essen so. Beginnen!
Hoffe ich zumindest. Es fühlt sich an, als würde er in meiner Kehle zappeln. Meine Damen und Herren, die Gewinnerin und amtierende Champion, Königin Odina. Hä? Warum? Die hat doch Pfeffer drauf gehabt. Hä? Sie sind wirklich schleimig. Und nicht nur die Köpfe. Also das verstehe ich jetzt überhaupt nicht. Die hat doch die Gepfefferten gerade gegessen. Das probieren wir jetzt nochmal. Also die Folge ist jetzt wieder ziemlich lange, aber das will ich jetzt nochmal probieren. Was wir jetzt schon festgestellt haben, dass wir die auf jeden Fall quasi reinschmuggeln können, so wie es aussieht. Das heißt, ich würz die nochmal nach. Das sollte ihm etwas Pfiff verleihen. Er ist gefüllt mit Schleimfischen und Dämonenpfeffer. So. Sie sind wirklich schleimig. Und nicht nur die Köpfe. Ja, aber das Problem ist, dass er diese Schleimigen jetzt auch nicht gemocht hat. Ne? Das verwirrt mich irgendwie. Ich probiere es trotzdem mal. Wenn nicht, habe ich wirklich absolut keine Ahnung. Jeder von Ihnen wählt nun seinen ersten Fisch und legt ihn auf den Teller vor sich. So, ich will mich nicht aus dem Staub machen, sondern einer davon auf den Teller schmuggeln. Außerdem brauchen Sie einen Fisch. Und jetzt möge das Essen beginnen. Meine ich doch. Sie hat die gepfeffert. Aber die waren ja eben auch gepfeffert. Zwei Bissen? Das ist mehr, als sie gegessen hat, oder? Kann ich jetzt aufhören? Ja, Sie können aufhören, wenn Sie wollen. Meine Damen und Herren, Ihr neuer Champion der Herzhaftigkeit mit zwei Bissen gegen den einen der Königin ist Mr. Threepwood! Und so? Bürger von Bermuda, Herr Guybrush Threepwood hat es irgendwie geschafft, unsere geliebte Königin Odina bei allen drei traditionellen Wettbewerben zu schlagen. Wir sind versammelt, um eine geordnete und friedliche Machtübergabe zu vollziehen. Wird es Essen geben, das nicht aus so eine... Ich habe noch was zu erledigen, genau. Soll ich mich auf den Thron setzen oder so? Es gibt einige übliche Gelübde. Gelübde? Niemand hat ein Gelübde erwähnt. Werdet ihr die Ehre und Würde von Bermuda in jedem eurer Gedanken und Taten treu aufrechterhalten? Ja. Sicher. Und werdet ihr versprechen, die Gesetze von Bermuda durchzusetzen und zu befolgen? Natürlich. Schwört ihr, das Volk von Bermuda zu verteidigen und zu beschützen? Notfalls unter Einsatz eures eigenen Lebens oder eurer Gliedmaßen? Das hört sich langsam nach einer Falle an. Das ist nur die Standardvertragssprache. Wann kommen wir zu dem Teil mit der Krone? Sobald ihr euer Gelübde als Königin abgelegt habt. Und nicht vorher. Als Königin vor allen Dingen. Okay, dann bin ich wohl dabei. Und werdet ihr alle Herausforderungen an eure Herzhaftigkeit, eure Ernsthaftigkeit und eure Intelligenz mit Anstand annehmen? Der und Anstand? Kein Problem. Nun gut. Bürger von Bermuda, ihre neue Königin, Guybrush Threepwood. Herzlichen Glückwunsch. Wenn du meinen Rat willst... Her mit der Krone! Ich hoffe, du magst es, deine ganze Zeit mit den drei Wettbewerben zu verbringen. Denn das ist jetzt dein Job. Ich schreibe jetzt meine Memoiren. Ups. Als eure Königin?
habe ich beschlossen, die Regierung als ein von den Arbeitern geführtes Kollektiv umzugestalten. Habe ich beschlossen, die Monarchie abzuschaffen und stattdessen die totale Anarchie einzuführen. Möchte ich euch sagen, dass wir alle auf unsere eigene Art und Weise Königinnen sind. Ja, eigentlich das Letzte, aber ich nehme das beschlossen, Erste. Die Regierung als ein von den Arbeitern geführtes Kollektiv umzugestalten. Deshalb habe ich die Krone symbolisch zerstört. Warum nehmt ihr nicht alle einen Schlüssel? Du bekommst einen Schlüssel. Und du bekommst einen. Und du! Wenn ihr mich jetzt entschuldigen würdet, ich muss noch woanders hin. Oh mein Gott. In der Zwischenzeit. Threepwood! Am Leben? Wie ist das möglich? Jemand hat ihn mit einer alten Frau auf der unteren Straße sprechen sehen. Ich habe es selbst bestätigt. Ich mache mir mehr Sorgen um die alte Frau als um Threepwood. Wer ist sie? Nur ein alter Knochensack. Machen Sie sich keine Sorgen um sie. Ich habe mich um sie gekümmert. Hervorragend. Sie hatte einen Schlüssel bei sich. Einen großen, goldenen. Wollen Sie ihn? Nein, nein, wir brauchen die Schlüssel nicht. Wir haben einen besseren Weg. Versteck ihn einfach dort, wo Threepwood ihn nicht bekommt. Wo denn? Ist mir egal. Lass dir was einfallen. Ja, Captain. Jetzt habe ich noch eine Aufgabe für dich. Du musst auf dem Weg ein paar Dinge von unserem Schiff holen. Boah, das ist nicht euer Ernst, dass ich den ganzen Scheiß jetzt gemacht habe und jetzt diesen blöden Schlüssel nicht bekomme. Ja, eigentlich wäre jetzt die nächste Aufgabe, mit den zwei Schlüsseln zu der Alten zu gehen. Es ist einer der schönsten Schlüssel, die ich je gesehen habe. Allerdings befürchte ich, dass wir sie nicht finden werden. Ja, ich würde aber trotzdem sagen, erstmal ist die Folge ziemlich lang geworden, weil ich ja, ziemlich rumprobieren musste und suchen musste erstmal. Und dann muss ich allerdings dazu sagen, ich hoffe, dass wir da weiterkommen, weil sonst weiß ich überhaupt nicht. Doch, Moment, wir haben noch eine Insel, wo wir theoretisch auch noch mal vorbeischauen konnten. Diese Terror Island, oder wie das heißt. Ich werde aber gucken, dass ich in der nächsten Folge erstmal zu der alten Dame gehe und mal schauen, ob ich, naja, vielleicht doch irgendwo noch den Schlüssel finde oder, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich habe irgendwie kein gutes Gefühl gerade bei der Sache. Also wir werden erstmal zu der alten Dame gehen und dann, spontan entscheiden, ob wir uns zur nächsten Insel begeben und gucken, ob wir da noch was machen können. Ich habe leider kein Bild von mir, sonst würde ich sagen, könnte ich Stan noch hier rausholen. Das muss ich auf jeden Fall auch noch im Hinterkopf behalten, dass ich da noch was machen muss. Ja, mal sehen. Also das nächste Ziel ist auf jeden Fall erstmal die alte Dame in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.